Wir haben also jetzt eine Formel abgeleitet für die Determinante und das nehmen wir jetzt einfach als die offizielle Definition, nicht? Weil alles andere war ja vielleicht so ein bisschen vage, aber jetzt kann ich wirklich eine Definition hinschreiben und das ist dann das Objekt, das genau all diese Eigenschaften hat, die wir gern haben wollen. Also für eine Matrix A, ja, mit den Einträgen A, I, J. Das soll also eine n-Kreuz-n-Matrix sein. Definieren wir jetzt wirklich durch eine Formel die Determinante von A als eine Zahl, die gegeben ist, indem ich über Permutationen von 1 bis n summiere. Und für jede Permutation kriege ich einen Beitrag, das ist ein Produkt von Einträgen aus meiner Matrix. Und welches Produkt nehme ich? Ich nehme halt immer ein Produkt, wo ich hier ein A habe. Hinten stehen die Zahlen 1 bis n in der natürlichen Reihenfolge. Na, das heißt, ich nehme also aus jeder Zeile, oder wenn ich es hinten habe, ist es die Spalte. Ich nehme also aus jeder Spalte eine Zahl, nicht? Also ich habe hier A1. Ich habe dann hier A2, ja, ich habe hier A3 hinten und vorne, gut, da überlege ich mir, was ich da hinschreiben soll, bis AN. Das heißt, ich nehme also aus jeder Zeile eine Zahl und jetzt vorne schreibe ich jetzt auch die Zahlen 1 bis n hin, aber in dieser Permutation Pi. Also hier schreibe ich dann hin Pi von 1, Pi von 2, 2, hier habe ich dann Pi von 3, 3, Pi von n, n. Ja, also ich habe jetzt ein Produkt von Zahlen, wobei hier aus jeder Zeile und aus jeder Spalte genau eine Zahl auftaucht. Nicht? Weil hinten habe ich genau jede 1 einmal, die 1, die 2 einmal, die 3 einmal. Also aus jeder Zeile habe ich eine Zahl und vorne habe ich die auch genau einmal, aber halt hier in einer anderen Reihenfolge. Ja, also ich nehme so ein Produkt und das kriegt dann noch ein Vorzeichen. Das kriegt jetzt nämlich ein Plus oder ein Minus 1 und das hängt halt von der Permutation ab und das ist genau dieses Signum von Pi. So, also vielleicht versuche ich es nochmal ein bisschen deutlicher hinzuschreiben. Also Pi von 1, 1, Pi von 2, 2 und so weiter. Nicht? Also so definiere ich mir das und das ist jetzt einfach eine wohldefinierte Zahl, die genau diese Eigenschaften hat, die wir uns überlegt haben. Und vielleicht ist es günstig, oder oft macht man es halt so, dass in der Definition nicht hinten die Zahlen von 1 bis n in dieser Reihenfolge laufen, sondern ich will es eigentlich lieber vorne haben. Und wenn man sich das überlegt, ist es einfach der Effekt, anstatt vorne mit Pi zu arbeiten, arbeite ich hinten mit Pi hoch minus 1. Ja. Und das Signum von der Permutation Pi ist das gleiche wie das Signum in die umgekehrte Richtung. Das heißt, ich kriege hier quasi die gleiche Formel, wobei ich jetzt aber die 1, 2 bis n in dieser Reihenfolge vorne hinschreibe und hinten die Permutation. Also im Prinzip, wenn ich es so definiert habe, ist das ein Satz, sagen wir, das folgt dann daraus. Und es liegt eigentlich daran, ja, dass ich eigentlich Zeilen und Spalten vertauschen kann. Okay, also eine Aussage, wenn ich hier vorne und hinten vertausche oder Zeilen und Spalten vertausche, dann ist es der Übergang zum Transponierten. Und dann ist die Aussage, dass die Determinante von A gleich ist der Determinante vom Transponierten. Und das heißt einfach, wenn ich es explizit hinschreibe, dass ich diese Formel auch andersrum hinschreiben kann, wo ich Zeilen und Spalten vertauscht habe. Das heißt, die Determinante von A kann ich auch so schreiben, als die Summe über Permutationen. Dann nehme ich das Produkt von den Einträgen der Matrix, aber vorne schreibe ich die Einträge jeweils mit 1 bis n hin. Also ich habe hier 1 und dann der zweite Index ist Pi 1. Dann habe ich A2, Pi 2 und so weiter bis AN, Pi n. So, ne, und jetzt müsste hier eigentlich das Signum von Pi hoch minus 1 auftauchen. Ne, wenn ich diese Formel in diese transformiere, aber das Vorzeichen, das Signum von Pi hoch minus 1 ist das gleiche wie das Vorzeichen von Pi. Also schreibe ich hier einfach das Signum von Pi hin. Ne? Okay, also ich habe formal genau die gleiche Formel und irgendwie sieht die vielleicht schöner aus oder so, aber es ist natürlich genau die gleiche Information.
Ja, und vielleicht mache ich mal ein Beispiel, nur um die Struktur der Formel noch mal ganz klar zu machen, indem ich mal für, also 2 mal 2, da wissen wir ja schon, wie die Determinante aussieht, und vielleicht dann auch mal für 3 mal 3 Matrizen das dann mit dieser Formel hinschreibe. Also erstens mal n gleich 2. Also was ist die Determinante von A11, A12, A21, A22? Was sagt mir diese Formel? Ich sollte jetzt also eine Permutation von 1 bis 2 nehmen, von 1, 2 nehmen. Da gibt es halt 2, nämlich die, die gar nichts macht. Ne? Und das ist halt A11, A22. Also hier habe ich 1 und 2 in der Reihenfolge und hier habe ich Pi von 1 und Pi von 2. Das ist die identische Permutation, das Vorzeichen von der ist 1. Und dann habe ich die Permutation, die halt 1 und 2 vertauscht. Und die hat das Vorzeichen Minus, das Signum ist Minus. Dann kriege ich da also A12, A21. Also hier habe ich 1 und 2 und hier habe ich halt Pi von 1 und Pi von 2. Ja, das ist genau die Formel, die wir schon kennen, nicht? Also das passt da sehr schön rein. Jetzt aber gucken wir uns vielleicht den Fall n gleich 3 an. Na, da habe ich jetzt also eine 3 mal 3 Matrix, indiziert in der üblichen Art und Weise. A11, A12, A13, A21, A22, A23 und A31, A32 und A33. So, wie nehme ich jetzt die Determinante? Gut, da muss ich halt immer 3 A's multiplizieren. Der erste Index ist immer 1, 2, 3 und der zweite Index ist halt eine Permutation davon. Ja. Und da kann ich wieder anfangen mit der identischen Permutation. Dann habe ich A11, A22, A33. Ja. Und das entspricht quasi, indem ich so multipliziere. Ne? Das mal das mal das. Ja. Dann habe ich den Term, wo ich hinten das zum Beispiel vertausche, wo ich also Pi von 1 ist 1, aber die 2 und die 3 vertausche ich. Das gibt mir eine Vertauschung, das gibt dann ein Minuszeichen. Ne? Dann habe ich also hier 11, A23, A32. Ne? Also Pi von 1 ist 1, Pi von 2 ist 3 und Pi von 3 ist 2. Na, was ist das? Das ist jetzt A11, A23 und A32. Nicht? Das ist sozusagen das Produkt, wo ich in diese Richtung laufe, ja, und wo ich ein Minuszeichen nehme. Dann habe ich zum Beispiel als nächstes habe ich hier A12, A23, A31. Ja, ich nehme hier 1, 2 und dann A23 mal A31. Ne? Das ist ich das Produkt über diese drei nehme, die kriegen Plus. Ja, und dann habe ich das entsprechende, wenn ich quasi in die Richtung laufe, das Produkt über die drei, da kriege ich ein Minus. Ja, da habe ich also Minus A12, A21, A33. Na, die hat also, da habe ich also hier 2, 1, 3, da habe ich hier eine Vertauschung gemacht, darum kriege ich das Minuszeichen. Gut, und dann habe ich noch die Möglichkeit, wo ich hier quasi in die Richtung laufe. Ja, da habe ich also A13, A21, A32. Ja, das ist dieses Produkt hier. Und in die andere Richtung habe ich halt minus A13, A22, A31. So, ja, okay, das ist quasi das Produkt über diese drei. Ja, und da kriege ich wieder ein Minuszeichen. Nicht? Also hier habe ich jetzt 6 Permutationen. Nicht? Also von 3 Elementen gibt es 6 Permutationen. Ne? Und die tauchen hier alle auf. Also 1, 2, 3. Hier vorne ist immer das Gleiche. Und hinten habe ich halt die Permutation von den Zahlen 1, 2 und 3 stehen. Ne? Und je nachdem, ob sie aus 1, 2, 3 durch eine ungerade oder durch eine gerade Anzahl von Vertauschungen hervorgehen, kriege ich halt ein Plus und ein Minus. Gut, das ist die Formel für 3 mal 3 Matrizen und ich habe ja hier schon so ein bisschen angedeutet, da habe ich schon eine recht ziemliche Struktur. Ich multipliziere nämlich quasi 3 Elemente in die Richtung, so über den Rand hinweg auf einer Diagonalen. Die kommen mit Plus und ich multipliziere quasi in die andere Richtung über den Rand hinweg mit Minus. Ja.
Okay, das ist aber jetzt sehr speziell. Also wenn ich eine 4x4-Matrix habe, dann ist die Struktur sehr viel komplizierter und ich kann jetzt nicht mehr sagen, also ich nehme da Diagonalen, die ich multipliziere, da gibt es einfach viel mehr Terme. Ich also 2x2 und 3x3-Matrizen kann man natürlich einfach hinschreiben und die haben auch im gewissen Sinne noch diese schöne einfache Struktur, aber das geht halt verloren bei höheren. Also es gibt nicht eine vergleichbar schöne Formel, wo man sich erinnern könnte, wie man sozusagen das schön hinschreibt und insbesondere wie ich auch die Vorzeichen kriege für 4x4 oder 5x5-Matrizen. Und das macht natürlich schon klar, dass die Determinante auch ein kompliziertes Objekt ist zum Berechnen, ne? Weil insbesondere die Summe läuft ja über die Permutationen und von denen gibt es ja n-Fakultät viele. Nicht? Und das sind schon verdammt viele. Also das steigt mit n sehr stark an. Nicht? Also für kleine n kann man die Formeln explizit hinschreiben, vielleicht kann man auch was sehen, aber für großes n macht es eigentlich nicht wirklich einen Sinn, die Formel dann wirklich explizit hinzuschreiben und vielleicht auch so auszurechnen. Da reden wir vielleicht nachher auch noch mal kurz drüber. Aber ich denke, ja, wir sollten uns jetzt vielleicht erstmal nochmal überlegen, was sind eigentlich die Vorteile oder was ist, ja, warum haben wir die Determinante eigentlich eingeführt? Also wir haben sie jetzt als Objekt, wir wissen auch, wie wir sie genau definieren und wozu ist sie gut? Und eigentlich die Idee war ja, sie soll uns entscheiden darüber, ob eine Matrix invertierbar ist oder nicht. Na? Okay, und das fasse ich jetzt hier im folgenden Satz halt nochmal zusammen. Ich meine, wir haben es ja eigentlich so definiert, dass sie genau diese Eigenschaft hat, dass sie uns nämlich über eine Matrix was aussagt. Also über eine n-Kreuz-n-Matrix. Da können wir sagen, das Folgende ist äquivalent. Nämlich die Frage, ob diese Matrix invertierbar ist. Also erstens mal A ist invertierbar. Und da wissen wir ja, das ist äquivalent dazu, dass der Rang von A maximal ist, also für n mal n Matrizen gleich n. Ja, und das heißt ja, die Spaltenvektoren sind linear unabhängig. Ne, und das war ja genau das, was die Determinante uns eigentlich dann auch erlaubt zu entscheiden, je nachdem, ob sie 0 ist oder nicht. Das heißt, das ist jetzt wirklich der Teil 3 hier. Das heißt, die Frage oder die Aussage, dass eine Matrix invertierbar ist oder der Rang ist maximal, ist das gleiche wie die Aussage, dass die Determinante von A verschieden von 0 ist. Ja, die Determinante von so einer reellen Matrix ist eine reelle Zahl und wenn diese Zahl verschieden von 0 ist, dann ist die Matrix auch invertierbar.